Vernetzte Gesundheit, das ist die Themenwelt hier auf dem Kongress in Kiel im Januar 2016. Und vernetzte Gesundheit ist auch der Anlass eines Gespräches von mir mit Helmut Hillebrand. Helmut Hillebrand ist nämlich jemand, den ich erstens schon seit vielen, vielen Jahren kenne, aber das ist wahrscheinlich nicht so relevant wie die Tatsache, dass Helmut Hillebrand genauso wie ich auch jemand ist, der sich für die Integration und die Vernetzung und die Kooperation im Gesundheitswesen sehr, sehr lange einsetzt. Und beide haben wir, glaube ich, Herr Hillebrand, die Erfahrung gemacht, dass das Dickbrettbohren erfordert. Sie können heute von Erfahrungen berichten, wo insbesondere da, wo man praktisch Versorgung macht, die ja in den Regionen stattfindet letztendlich, wo die Menschen leben, dass das geht, weil sie mittlerweile tatsächlich auch auf Ergebnisse einer integrierten Versorgungsstrategie zurückschauen können. Sagen Sie uns mal dazu, was Sie an Erfahrungen gewonnen haben, und dann sprechen wir mal ein bisschen drüber. Ja. Also wir haben jetzt das 10-jährige Jubiläum gerade gefeiert im Kinzigtal. Das Kinzigtal ist in Südbaden. Also von Offenburg rein in den Schwarzwald, eine Region mit 70.000 Einwohnern dort. Und wir haben dort für eine Größenordnung von etwa 33.000 Versicherten der zwei Krankenkassen, AOK und der landwirtschaftlichen Krankenkasse, der Sozialversicherung, Landwirtschaft, Forst und Gesundheit und Gartenbau, die Verantwortung für die Reorganisation der Gesamtversorgung dort. Das heißt, es geht nicht nur um spezifische Aspekte rund um die Geburtshilfe oder um Arzneimittel oder ähnliches, sondern es geht um alle Sektoren der Versorgung und auch um die Prävention praktisch da drin. Also wie können wir eigentlich, wir sprechen von einem dreifachen Ziel, Triple Aim in den USA genannt, wie können wir den Gesundheitsstatus der Population verbessern, wie können wir die Erfahrung der Patienten von einer gelingenden, guten Versorgung verbessern. Und wir können die wirtschaftliche Situation der Krankenkassen relativ zur Entwicklung in Restdeutschland ebenfalls optimieren. Mhm. Und anfangs wurden wir als verrückt beschrieben nach dem Motto, das geht doch gar nicht zusammen alles zu machen. Mhm. Und meine Aussage ist, es geht, es funktioniert. Nur über die Qualitätsverbesserung und über die Einbeziehung der Patienten in einen besseren therapeutischen Managementprozess gelingt es überhaupt, die Kosten zu reduzieren. Gut, nehmen wir mal diese drei Arme, die ja hauptsächlich betroffen sind, auf die es ankommt, also die Leistungsseite, die Seite der Patienten und schließlich auch die Krankenkassenseite. Wie sieht es denn hinsichtlich der Akzeptanz beispielsweise bei den Patienten aus? Die Patienten müssen ja gewillt sein, wenn man so will, sich auch einzulassen auf eine solche integrierte Ausrichtung. Hat es da Probleme gegeben oder trägt das sogar diese Ausrichtung zu einer besseren Compliance bei? Ja. Also wir haben keinerlei Probleme gemerkt. Wobei wir den Weg so gewählt haben, dass die Patienten auch keinerlei Nachteile haben. Mhm. Also sie haben keine Verpflichtung, dass sie sozusagen nur bestimmte Ärzte in Anspruch nehmen können. Sie können weiterhin jeden Arzt in Anspruch nehmen in Deutschland. Sie können genauso gut jede Pflegeeinrichtung, jedes Krankenhaus in Anspruch nehmen. Mhm. Wir machen also keine Hürde vor sie hin. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, sie erhalten eigentlich ja nur verbesserte Angebote. Mhm. Also sie erhalten eine strukturiertere, vernünftigere Versorgung durch die Ärzte angeboten. Das heißt aber nicht, dass sie dem folgen müssen. Mhm. Das ist grundsätzlich das Modell. Es ist ein angebotsorientiertes Modell. Und wenn der Patient überzeugt wird, mitzumachen, macht er mit. Wenn er nicht überzeugt wird, dann macht er halt da nicht mit. Mhm. Wenn der Arzt nicht überzeugt wird, macht der Arzt nicht mit. Mhm. Auch für die Ärzte ist das eine völlig freiwillige Geschichte. Mhm. Machen Sie mit oder machen Sie nicht mit. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein kleiner Schlüsselpunkt für den Erfolg, diese Freiwilligkeit. Ah ja. Weil man hat manchmal so in der internationalen Diskussion ja die These vertreten, man müsste den Patienten und den Arzt sozusagen unter gewissen Druck setzen. Mhm.
das funktioniert in der Praxis nicht. Da gibt es immer Methoden und Mittel und Wege, dem Druck auszuweichen und dann irgendwelche Kollateralen zu finden dafür. Ja. Sondern wir haben halt gesagt, wir gehen ohne Druck, wir machen nicht den Fehler des Managed Care in den USA, sondern entwickeln das halt als offenes Angebot und die Patienten strömen dazu. Okay, also die Akzeptanz sehr hoch im Bereich der Patienten. Wie sieht es bei den Therapeuten aus, auf der therapeutischen Seite? Wir haben immer noch einen steigenden Zuwachs, also nach wie vor. Wir haben ein Wachstum an Ärzten, wir haben ein Wachstum an Psychotherapeuten. Wir haben weiter sich stärker entwickelnde Kooperationen mit den Pflegeeinrichtungen, sowohl den stationären wie den ambulanten. Kliniken kann man nicht groß wachsen, das ist sozusagen das Landkreisklinikum, umgibt uns praktisch, ist der zentrale Partner. Bei den Reha-Kliniken haben wir einige Partner auch noch dazu. Okay, die Krankenkassenseite, die könnt ihr ja im Grunde genommen unter der Ausrichtung eigentlich normale Versorgung in Anführungsstrichen anders zu gestalten, nur dadurch gewinnen, indem ihr ihnen sozusagen ein bisschen ein Stück weit mehr Effizienz letztendlich bietet. Wie geht das? Habt ihr das hinbekommen, haben Sie das hinbekommen, dass dort Effizienzen geschaffen werden, die Krankenkassenseite dann auch überzeugt? Ja, da investiere ich weiter rein. Also über die 10 Jahre können wir vergleichen. Wir haben eine Entwicklung, wir monitorieren beide, also die Krankenkassen wie auch wir, monitorieren den Entwicklungsprozess sehr engmaschig. Mhm. Das heißt, wir kontrollieren, was sind die Zuweisungen der Krankenkassen für die Versicherten in dieser Region und was sind die Ausgaben, die Ist-Ausgaben. Und jeweils pro Jahr schauen wir gegenüber einem Indexwert, mit dem wir angefangen haben, wie entwickeln sich die Kosten und die Zuweisungen. Und in der Differenz können wir jetzt sagen, haben die Krankenkassen, die kooperieren, für ihre Versicherten, egal ob sie jetzt bei uns aktiv dabei sind oder nicht, in der Summe 170 Euro pro Kopf, das waren etwas über 5 Millionen Euro pro Jahr, also im letzten Jahr in 2013, was jetzt gemessen werden konnte, für sich gewonnen. Also haben eine Deckungsbeitragsverbesserung von diesem Betrag bekommen. Und das ist natürlich sehr anständig für Sie. Und aus dem heraus wiederum erfolgt eine Refinanzierung unserer Investitionen von vorher. Also wir bekommen einen Teil davon. Das heißt also, ein Teil für Sie ist Erfolgsprämie, wenn ich so will. Das ist ausschließlich. Wir kriegen keinerlei sozusagen geschenkte Vorfinanzierung, sondern wir kriegen nur Liquidität zur Verfügung gestellt, die sich über unseren Erfolg beweisen muss. Wenn nicht, müssten wir das zurückzahlen. Also sozusagen, es war eine Wette darauf, dass das, was wissenschaftlich schon lange bekannt ist, man kann bessere Versorgung machen, auch ökonomisch effektvoll ist, und die konnten wir beweisen. Sehr mutiger Schritt. Viele würden jetzt sagen, geht das auf Dauer zu Lasten der Qualität? Meine Aussage, nein. Weil wenn es zulasten der Qualität gehen würde, würde das ja wiederum Folgekosten in den nächsten Jahren produzieren. Wir haben aber einen Dauervertrag mit der Krankenkasse. Das heißt, wenn wir heute jetzt zum Beispiel einem Versicherten ein sinnvolles MRT verweigern würden, aus kurzsichtiger Sparsamkeit heraus, und übermorgen dann dafür Folgekosten haben durch eine Krankheitsentwicklung, die höher war, als sie sonst eingetreten wäre, dann zahlen wir dafür. Also wir sozusagen haben einen eigenen Anreiz, die richtige Qualität zu formulieren und zu entwickeln und zu machen. Sie sind also im Grunde genommen, wenn ich das mal kurz resümieren darf, im Südwesten dem Beweis angetreten, dass integrierte Versorgung, die insbesondere bei komplexen Erkrankungen sehr bedeutsam ist, aber ansonsten in der normalen Versorgung auch funktionieren kann, für jeden der Beteiligten. Ja. Wobei, eine kleine Ergänzung, integrierte Versorgung ist bei uns ein bisschen mehr, als vielleicht manchmal gedacht wird. Nämlich? Es geht nicht nur um die Integration von Facharzt und Hausarzt und Rettungssanitäter oder Pflegedienst oder sonst was, sondern es geht auch um die Integration von Public Health, also Prävention und Gesundheitsförderung mit in dem Bereich.
Ich glaube, das kann ich jetzt nicht nachweisen, aber wahrscheinlich 20-30% unseres Effekts kommt schon aus diesem Bereich. Mhm. Weil also, Sie sozusagen diesen Public-Bereich mit einbeziehen. Wir arbeiten mit den Kommunen, wir arbeiten mit den Kindergärten, mit den Schulen, mit den Betrieben inzwischen dort in der Region. Wir haben so ein eigenes Netzwerk gesunde Betriebe Kinzigtal aufgebaut, ja. Womit wir versuchen, von vornherein zu vermeiden, dass entsprechend viele Schlaganfälle wie üblicherweise entstehen. Ja. Das heißt, an meiner Aussage ist ja im Grunde genommen erstmal nicht zu rütteln. Sie haben den Beweis angetreten, dass in dieser erweiterten Perspektive der Integration, ja. wenn Sie so wollen, unter der Benutzung des Schlagwortes Health in Old Policies, wenn man so will, gute Ergebnisse herauskommen. Ja. Jetzt stellt sich im Grunde abschließend für mich die Frage, das ist ja ein Teilgebiet im Südwesten der Republik. Wie sehen Sie denn diese Referenz mit Blick auf andere Regionen? Wir haben jetzt gerade eine super Unterstützung bekommen in Hamburg von der Versorgungskonferenz dort und den vier Krankenkassen AOK, Barmer, DAK und Techniker für ein Projekt in Billstedt-Horn. Billstedt-Horn ist in Hamburg ein Stadtteil in der Größenordnung von etwa 100, also zwei Stadtteile zusammen 100.000 Leute, die ein im Schnitt gegenüber Hamburg eher schwaches soziale Struktur haben, eher einen hohen Migrationsanteil und eher sozusagen eine schwierige Klientel. Die AOK hat uns die Daten schon zur Verfügung gestellt für die Auswertung. Da stellt sich heraus, die AOK macht dort ein erhebliches Minus für diese Population. Das sind über 2 Millionen Minus pro Jahr, was die AOK dort als Minus macht gegenüber den Zuweisungen. Und es lassen sich Erklärungsmuster dafür finden, wodurch das entsteht. So, und da arbeiten wir jetzt sozusagen mit den Ideen und den Konzepten von Kinzigtal, aber übertragen auf diese andere soziale Struktur genau das Gleiche. Und das wollen wir im Moment auch mit 20 weiteren Regionen in Deutschland machen. Ja, da wünsche ich Ihnen viel Erfolg, denn das kann Deutschland auf dem Niveau der Versorgung an sich im Prozess und in der Ergebnisorientierung, finde ich, gebrauchen. Vielen Dank, Herr. Dankeschön.